Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zu Golf Around. Weil Minigolf toll ist und Kiri netterweise mit mir spielen möchte. Ich wurde gezwungen und begrüße euch alle da draußen. Ich denke, heute könnte es ein wenig lustiger werden als sonst. Gezwungen? Nur weil ich mit der Waffe auf dich gezielt habe, nennst du das Zwingen? Ja. Ich nenne das deine Entscheidungsfreudigkeit unterstützen. Wichtig ist zu erkennen, dass wir mittlerweile schon fast 20 Minuten lang vor diesem Bildschirm sitzen. Und ich schon ziemlich heiß darauf bin, endlich mit dem Huhn da draußen Golf zu spielen, damit mache ich nicht so high. Nee, mir gibt ja ganz andere Namen. Ich krieg auch ganz andere Tiernamen. Wollte ich nur mal so erwähnen. Er trägt einen Leopardenschlüpfer, hat er gesagt. Du hast gesagt, du verrätst das niemand. Ich starte jetzt einfach das Village. So, Hole One. Ich habe übrigens die rote Kugel. Ich bin die pinke. Genau. Nein! Also, wie mache ich das? Ich schätze mit Linksklick. Ich mache das aber mal. Was? Power? Ja, so, jetzt können wir ihm zugucken. Genau, ich spiele es blind. Ich bin auch komplett jungfräulich. Nein! Konntest du sehen, wie viel Power ich mache? Ich kann dir sagen, mit ein bisschen mehr Gefühl, Kiri, nein. Ah, danke. Arrr. Für den Nachhinein-Hinweis. Ja, sorry, ich sehe halt nicht, wie viel Power du gibst. Achso, ich komme auch dran. Ja, mach weiter. Du hast noch ein paar Schläge und ein bisschen Zeit auch. Jetzt muss ich erstmal lernen, was. Du musst das Ding schon ins Loch bekommen, vorher sind wir nicht fertig. Ich probier's. Bisschen aggressiver darf der ja schon sein. Ich prophezeie, wenn man Minigolf spielt und die Bilder weglässt, sind das sehr, sehr zweideutige Dialoge. Ach, wir spielen parallel. Ich switch gar nicht zwischen dir und mir. Ach, ich sehe dich ja sogar. Ja, natürlich. Du hast doch noch nicht viele Minigolf-Spiele gespielt, oder? Doch, aber... Oh nein. Yeah, holy one! Das war die Antwort, meine Damen und Herren. Du hast doch nicht viel Minigolf gespielt. Holy one. Okay. Ja, kann ich ja nicht wissen, was du da für Dinge treibst. Gar nichts. So. Du machst hier einen auf Speedrun oder was? Gibt das Vorteile, wenn man das irgendwie... Nein, um Gottes Willen, aber warum soll ich denn 3 Stunden warten? Ja, du gibst dann kann nur ich an. Dir ja nicht zugucken. Du gibst nur an. Nein, aber dann kann ich dir ja nicht zugucken, wenn ich länger brauche. Was ist es? Haben wir jetzt schon keine Lust mehr. Ich kann schon alleine spielen jetzt. Oh, der Herr ist aber heute empfindlich. Also, kann ich den Platz mir eigentlich nochmal angucken? Kann ich gemütlich deine Geduld strapazieren? Das weiß ich nicht. Darfst du erst zum nächsten Loch, wenn ich auch drin ja, bin? Ja, darf ich erst. Oh, gucken wir uns doch mal die Häusli hier an. Das sieht ein bisschen aus wie ein Europapark. Wohin hier drüben haben wir die kleine Hütte, in die wir Kiri nachher sperren. Da hinten haben wir den Wald, in den wir Kiri jagen werden. Da hinten ist das Wasser, wo wir mit ihm die Hexenprobe durchführen. Man muss sich vorstellen, wie die Szenerie in so einer nächtlichen Waldumgebung und ich dann in so einem weißen T-Shirt, das natürlich durchtränkt ist vom Regen, so dass man meinen Leoparden-BH sieht. Du meinst, verfolgt von Soral. Der Leopardentanga natürlich. Nein. Entschuldigung, der Elefantenschlüpfer ist es dann ja. Sorry. Guck mal, Brot. Wenn wir jetzt in einem anderen Genre wären, könnte man eventuell fragen, warum liegt hier nur Brot? Also. Oder es wäre einfach Iron Bread. Nein, ich habe das Huhn fast abgeschossen. Ich glaube, ich habe es abgeschossen. Es gibt keine Kollisionsabfrage. Ah, jetzt wollte ich dich gerade trollen. Ey, ich kann dich wegkicken. Nein, kannst du nicht. Warum bist du? Du bist gerade weg. Ah, was ist denn Käse? Was im Sinne des Wortes? Ah, nein! Hallo. Yes. Also, wie ihr sehen könnt schon, ich nehme es auf mich, dass ich die Letzte werde, damit Kiris zartes Gemüt und zartes Ego nicht verletzt werden muss. Meine sensible Seele, ich bin Krebs, hallo? Wirklich? Ja. Die sollen tatsächlich sehr sensibel sein, ja. Das bin ich auch. Oh. Ich will dich ganz doll lieb gehabt. Ja,
Jetzt mal hören, Ein bis sie kleines das vor der Aufnahme klang. Und dann machst du das und dann machst du das und wehe. Ich wurde nur gemobbt. Hallo? Ich bin fast immer nett und freundlich. Manchmal. Nur nicht zu mir. Aber das ist schon okay. Irgendjemand muss den Job machen. Aha. Aber die Musik ist nett. Ja, klingt ein bisschen nach mittelalterlicher Taverne. Ja. Nein! Oh. Ich habe ihn übrigens nicht bedroht. Da denkt er sich nur aus. Es klingt nach The Witcher. Sing mal. Nein, ich will nicht Toss a Coin singen, sondern generell. Es klingt wie in The Witcher Taverne. Jetzt sagt sich irgendeiner, das klingt doch wie in jeder x-beliebigen mittelalterlichen Taverne. Ja, du darfst auch singen, wenn du das möchtest. Besser du als ich. Ich will singen. Du kannst nicht singen. Nein! Ich möchte eine Frau sein. Du kannst keine Frau sein. Ich möchte Kinder haben. Welcher Film? Was? Oh. Ritter der Kokosnuss. Ach so. Ich dachte gerade, du startest einen Prinz, Aufruf. Und der Prinz, einen... der immer irgendwas möchte, was er eigentlich nicht kann. Er möchte singen, dann möchte er eine Frau sein. Dann möchte er Kinder haben. Das ist ein bisschen tragisch. Dass er Kinder haben möchte. Auch, ja. Nein! Oh Gott. Oh Gott. Ja. Ah, okay, das ist eine Falle. Ich dachte, da muss ich durch. Bleib liegen. Sehr schön. Ah, als. Oh. Ach du heilige Scheiße. Naja, in den meisten Fällen, wenn es zu einfach aussieht, um wahr zu sein. Ach, das sind keine Ränder. Ich denke mal, ich spring drüber. Ah, doch, die Ränder. Ach, doch, ich habe zu viel Power. Was ist das jetzt hier? Nee, das ist nicht gut. Wo ist ich denn hin? Wenn es zu einfach aussieht, um wahr zu sein, dann. Ist es das nicht? Dann ist es meistens nicht so. Das ist tricky. Bin ich jetzt richtig? Ja, Gott sei Dank, ich bin auf dem Grün gelandet. Oh, oh, oh. Konnte ich schön abgucken, wo du hingehst. Ich dachte jetzt, du wirst mir sagen, konnte ich jetzt wenigstens... Oh. Nein! Ich dachte, du wirst mir jetzt sagen, ich bin schon lange fertig und guck dir gerade lachend zu, wie schlecht... Wo bin ich? Ah. Oh, ne, das ist böse. Hallo, wo ist der rote Ball? Ah, da ist der rote Ball. So. Oh. Ein Meisterstück. Perfekt. So, habe ich irgendeine freie Kamera? Das nee. Weiß ich tatsächlich nicht. Aber hier sind die Löcher sind hier. Wenn man C drückt. Ah, okay. Aber die Löcher sind hier, finde ich, relativ übersichtlich. Also da gibt's schlimmere Sachen. Oh Gott, Workshop. Teilweise die Workshop-Maps, die es bei Golf with Your Friends und sowas gibt. Wo man einfach nur noch hart am Raten ist, in welche Richtung man überhaupt muss. Ja, das ist natürlich doof. Ein bisschen. Aber da gibt es super kreative Sachen. Aber mir reichen ja schon klassische Golf-Plätze. Yep. Na, guck mal erstmal so raus. Nein! Also, das gibt's ja nicht. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Also gecheatet. Sorry. Sorry? Soll ich jetzt noch ernst nehmen? Guck mal, das ist doch. Nee, nur ein bisschen zu weit. Guck mal, ich lag vorher auch so schräg und dann bin ich halt doch noch irgendwie reingekommen. Nein, du hast aber drauf gebolzt. Nein, ich hab das fein säuberlich im Kopf ausgerechnet, in welchem Winkel ich mit welcher Stärke schlagen muss, damit ich da rein. Dürfte ich sie jetzt mit einer dicken, fetten Hornbrille vorstellen? Da sitzen sie jetzt gerade so putzt, selbstzufrieden. Ja, denn normalerweise bin ich in diesen Minigolfspielen super, super schlecht. Also freue ich mich eben ausnahmsweise mal, wenn ich mal nicht so super... Gut. Wenn ich mal nicht so super schlecht bin. Was machst du? Ja. Ding, ich hab doch gesagt, ich bin schlecht. Nein, das ist Wasser. Ich glaube, das ist Wasser. War das das Richtige da? Ja, du wirst Teufel tun, wir es sagen. Ich hab doch keine Ahnung, wo du durch bist. Ah, die sind alle richtig. So, wo geht's lang? Ich bin im Loch. Da wo ich gehörst. So. Übrigens mit drei Schlägen.
Kein Druck oder so. Nee, ist 4. Das schön. Korrigiere mit 4 Schlägen. Nein! Was ist das für eine Physik? Woher rotiert er nicht mal? Also. Was hast du mir da schon wieder eingedreht? Nichts. Guck mal, das Huhn. Sind die Hühner nicht voll süß? Ja. Ich treffe hier eins. Vor allem mit Currysoße sind sie voll süß. Eine Entschuldigung geht raus an alle Vegetarier da draußen. Der Huhn hat mich weggeschubst. Ach, jetzt bin ich aber auch im Loch. Nein! Hast du das? Oh! Nein! Scheinbar! Das hat dich ein Stück mitgenommen. Verdammtes Huhn. Nein! Ich mag das Spiel gar nicht. Ich habe gerade eben Doom gespielt und ich war kein Meter aggressiv und jetzt. Kaum rede ich mit dir, kommt die Aggression durch, ja. Das behauptet sie mal. Du hast vorher doch gesagt, ich würde dich zu Wunder was zwingen. Und dann ist sie pikiert, obwohl ich nichts gemacht habe. Pikiert? Ihr kennt das. Ja, pikiert. Kirit ist mich. Irritiert. Kirritiert. Hey, ihr seid jetzt kirritiert. Weißt du eigentlich, dass die... Endlich. Ich habe das Gefühl, die Leute bekommen einen vollkommen falschen Eindruck davon, wie wir normalerweise miteinander reden. Kaum nehmen wir auf, zicken wir uns an, als wären wir im Kindergarten. Aber sonst verstehen wir uns doch eigentlich gar nicht so schlecht. Eigentlich, ja. Ich meine, es ist vor allem, schaut euch mal an, wie ritterlich er ist, dass er extra mehr Schläge braucht als ich, damit mein zartes Ego hier nicht angekratzt wird. Und behauptet immer, als wäre sie voll schlecht. Ja? Behauptet immer, sie wäre voll schlecht. Voll schlecht. Und dann sehe ich ja eigentlich noch schlechter aus. Ja, guck mal, du hast gegen die schlechte Sora verloren. Was bist du für ein Freak? Bist du heute... Wie viel? 3. Als ob ich jemals behauptet hätte, dass du schlecht wärst. Weißt du, in jedem Spiel ist er besser als ich, ja? Das stimmt nicht. Er spielt auch Hades und er kommt vor mir viel weiter. Ich habe aber mehr Spielzeit gehabt. Ja, und dafür habe ich mehr Tode. Ja, und dafür hast du in Hospital, brauchst du nur einen Stern, oder? Und in The Coma 2 hast du alle Endings. Ja, und gestern im Stream nochmal durchgespielt. Ja, an einem Stück. An einem Stück, ja. Ja, sei ja. Das war eine Feststellung. Ich konnte zwar nicht dabei sein, außer am Anfang. Aber ich habe das schon gesehen, ne? Du hast da... Du wirst da... Ja, aber ich habe das Zusatztor zum Beispiel nicht. Das wirst du sowas von schnell haben. Quatsch. Ich werde es wahrscheinlich nie finden, dann um deine Hilfe betteln müssen. Guck mal, jetzt hast du weniger Schläge als ich. Super. So ist eigentlich nämlich immer. Sobald die Leute sich einmal an die Steuerung gewöhnt haben beim Minigolf, sind sie konsequent besser als ich. Na. Doch. Ich zurück. Oh Gott, ich hasse solche Level. Oh, das ist geil. Ich hasse sowas. Oh Gott, wir haben 10 Minuten Zeit für diesen. Zack. Hole in one. Es tut mir leid, es tut mir leid. Das war keine Absicht. Auch wenn der Druck jetzt enorm steigt. Meine lieben Zuschauer, Sie werden jetzt 10 Minuten sehen, wie ich versuche, hier einzulochen und es nicht schaffen werde. Bedanken Sie sich dafür bei... Volle Power. Bedanken Sie sich dafür bei Kiri. Was? Warum ich denn? Ich habe das Spiel auch nicht mal entwickelt. Nein, aber du hast die Timer auf 10 Minuten gestellt. Ja, ich konnte nicht wissen, dass du dieses Loch nicht schaffst. Du kannst volle Power machen, auf jeden Fall. Das mache ich doch schon. Und dann wäre es gut, wenn du nicht einfach draufbolst, sondern dir den Winkel merkst, der scheiße war. Und wenn er richtig scheiße war, dann machst du ein ganz arges. Ja, da. Jetzt auch weiter nach links. Jetzt hast du die scheiß Position. Ich würde es jetzt rechts machen. Da kommst du jetzt gut hin, eigentlich. Ja, ja. Ja, wir wollen eigentlich auch nur zeigen, dass man ziemlich viel Zeit hat. Und dass das auch meditative Möglichkeiten für euch bietet. Ihr könnt hier einfach dem Huhn Klappe. Zugucken. Perfekt. Ne? Und sie hat gleich bewiesen, dass das auch wirklich simuliert war. Einfach. Sonst hätte sie es nicht geschafft. No.
Okay, danke. Ich spring darüber. Red Bull Challenge. Oh, raus, rechts raus. Du hast es gewusst, dass das so ist. Meine Damen und Herren, wir beobachten jetzt Kiri. Ah. Der noch ein bisschen an seinem gefühlvollen Schlag arbeiten muss. Sollten Sie gewisse Präferenzen haben, was Ihre Partner angeht, sollten Sie vorher vielleicht mit ihm nochmal üben. Nein! Sanft ist scheinbar nicht so seins. Oh nein, das ist meine Achillesferse. Das als Krebs. Was ist das eigentlich für eine Art zu kommentieren, bitte? Ich weiß nicht. Nein, 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 nein. Das ist nein. Ich verliere. Mit Gefühl. Ich mach's doch mit Gefühl. Oh, oh. Andere, sechs Schläge habe ich noch. Mit anderem Gefühl. Nein, das war anderes Gefühl. Okay, versuch das dritte Gefühl. Oh, oh. Es sah jetzt bei mir gerade aus, als hätte er extra so einen kleinen Bogen gemacht, um ins Loch zu kommen. Yes. Sehr schön. Jetzt hast du es. Jetzt darfst du nur nicht voll draufbeulen. Sehr schön. Oh Gott, das letzte ist. Was ist das? Das sieht aber cool aus. Sieht aus wie bei Marvels. Wir folgen erstmal deiner Kugel. Wow, wow. Das ist ja geil. Wow. Wo muss ich jetzt hin? Ja. Ja, das sieht gut aus. Ja, runter. Dieses Löchchen. Oh, da ist es. Okay, Entschuldigung. Oh, eingelocht. Igel. Ja, das ist jetzt sorry, dass ich hier mehr Versuche brauche. Bei mir war das aber auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hübsch hinter einer Säule versteckt, das kleine Löchlein nach unten. Ja. Yay. Super knapp. Das ist sehr, sehr lieb, dass du mich hast gewinnen lassen. Das war super knapp. Also, das bin ich dir unendlich dankbar für. Wann habe ich dich denn gewinnen lassen? Gerade eben. Ah. Ich habe dir gesagt, dass ich so schlecht bin im Minigolf, und dann hast du dir gedacht, du bist ein Ritter im strahlenden Golfhemd und lässt mich einfach mal gewinnen. Das bin ich. Ein Ritter im strahlenden Leopardengewand. Barbar, also doch. Wären wir wieder beim Barbaren. Wie nenne ich ihn jetzt? Kirito Akakonnen. Conan. Conan, der Barbar. Zu reiten mit dem Wind, zu kämpfen mit dem Feind, ihn zu vernichten, mit dem zu verfolgen, roten Golfbällchen. An dem Geschrei der Weiber. Mit dem roten Golfbällchen. Ich wollte eigentlich das lila Golfbällchen. Ja, das tut mir leid, aber lila mache ich mal. Es hindert dich ja keiner daran, das auch lila zu färben. Darf sie ja, solange wir nicht exakt denselben Farbton haben, können wir sie ja immer noch unterscheiden. Ja, das stimmt. Ich wusste ja nur vorher nicht, wie das aufgebaut ist. Okay. Aber ich behalte jetzt eine rote Kugel. Okay. Sollen wir dann den Dungeon wechseln und die Folge erstmal beenden? Einmal. Ja. Okay. Dann Dankeschön, dass ihr euch dieses erquickliche Golfspiel mit mir und Kiri, also Kiri und mir, schön, der Depp immer zuerst, also ich zuerst, mit mir und Kiri angesehen habt. Eigentlich hassen wir uns nicht, es klingt nur immer so. Help! SOS! Ihr wisst Bescheid, help! Woher kommt es eigentlich, dass immer alle Leute mich darstellen, als würde ich sie so Dinge nötigen? Das... Ich weiß es. Also, ja, mein bester Freund, ja, da stimmt es schon so ein bisschen, aber bei allen anderen nicht so. Okay, ja, also, Dankeschön, danke auch Kiri und bye bye. Bye bye.